Gott, da stimmt was nicht. Ming, mach nochmal. Du musst das richtig anschließen. Wir haben hier Strom in Hamburg, da macht man diese Buchsen. Leute warten im Övelgang. Leute warten im Övelgang. Da müssen wir gucken, da liegt was auf den Seiten. Aber ich krieg das Ding hier auch nicht alleine hoch. Kannst du das hochheben? Falls es mit deinem Rücken nicht geht, Wolfgang hat da was ganz toll. Die Klufenack. Komm mal hoch. Me too. Me too, please. Also der, wenn der das alles mit auf Tour hat, dann hat er mal eine ganze Menge vergessen. Der David Garrett hat einen Hund. Ach, guck mal. Das wusste ich gar nicht. Das ist aber jetzt auch schon Halsband neue Generation, oder nicht? Guck mal, da ist der Ball zum Spielen direkt am Halsband dran. Da muss Herrchen gar nicht mehr mit. Da kriegt der Köter direkt hier zack ins Maul. Band rum, aus AA machen. Oh nein, Ming, deine Haare sind wieder da. Das freut mich so. Ja, kannst du dir mal leihen. Was? Steht dir gut. Das ist die Frisur zum Lutherjahr, finde ich. Ganz schön. Zum Reformationskonzert. Das hast du ja mitgenommen. Das ist sehr schön. Nicht fallen lassen. Ich habe jetzt noch was. Ach, guck dir das an. Der hat auch noch ein Pferd. Hört sich gut an. Also super. Wenn da was auf den Seiten. Ich dachte erst, der Gerrit liegt noch drauf. Danke, Ming. Ja. Und ich mag die Holländer so. Also der David Garrett irgendwie, ne? Oh, weißer Flügel, Geige. Und dann hier, ne? Und die Sau. Ich finde das ganz gut gerade mit dieser Peitsche. Irgendwie, ich merke, man geht ganz anders. Wer braucht da noch Quetschwäsche? Wenn man ganz ehrlich ist, ich finde es ganz schön, dass mit dem, das hier lernt man ganz gut und dann würde ich die einfach immer mitnehmen. Handtasche weg und dann hier, die passt auch super zu meinem Hormonstatus. Ist genau richtig. Da brauchst du keine Tabletten mehr, gar nichts. Peitsche mit, fertig aus, morgens auf dem Weg zum Bäcker. Ist mal Schluss hier mit immer. Sorry, Entschuldigung, oh könnten Sie kurz, ich bin auch in dem Alter, ich kann nicht mehr die ganze Zeit erklären, tun und machen. Sorry, sorry, nee, Schluss mit sorry! Gehst du zum Bäcker und sagst, moin, Brötchen! Egal, wie lang die Schlange ist, du bist immer Erste. Und ich gehe ich auch so, dann kommt ein fremder Hund, den ich nicht kenne, und rammelt mir ans Bein, wo ich denke, Mann, du, hätte ich nur die Peitsche gehabt. Dann sagt der Typ, ja, nehmen Sie es doch als Kompliment. Ja, nimm du das als Kompliment, du Arschloch! Ich würde die Peitsche einfach immer dabei haben. Ich würde sie mit, wenn ich mit in den Zug nehmen, wenn ich reise, eine Reisepeitsche. Das finde ich ganz schön. Und dann einfach ein bisschen hin und her laufen, wenn der Schaffner wieder sowas sagt wie, alles aussteigen bitte, alles aussteigen. Dann würde ich ihn kurz suchen, alles aussteigen. Dann würde ich sagen, Herr Schaffner, heißt es wirklich alles aussteigen? Hieß es überhaupt schon mal richtig, alles aussteigen? Heißt es nicht vielleicht, alle aussteigen bitte?
war überhaupt alles aufsteigen jemals richtig? Ist es nicht vielleicht falsch? Es heißt ja auch nicht alles meine Entchen. Die Blockaden lösen sich, ich merke das. Ich würde fliegen mit dieser Peitsche. Ja, steht ja nirgendwo, dass du keine Peitsche mitnehmen darfst. Nagelschere, nein, aber Peitsche? Wenn die Stewardess wieder sagt, ah, guten Tag, wir begrüßen Sie auf dem Flug von Hamburg nach München und die Schwimmwesten befinden sich unter Ihren Sitz, dann würde ich mich einfach mal mit der Peitsche durch den Gang peitschen, bis rein ins Cockpit zum Piloten wird, sagen, hör zu, Pilot, du Arschloch. Es ist mir scheißegal, was du unter deinem Sitz hast. Aber wenn ich von Hamburg nach München fliege, dann will ich keine verschlissene Schwimmweste unter meinem Sitz haben. Dann will ich einen Fallschirm. Dann will ich eine Chance. Ich würde mit meiner Peitsche Fernsehen gucken. Ich würde meine Peitsche mit dem Fernsehen gucken, wäre toll. Das würden meine Peitsche und ich lieben. Kurz vor 8, ARD, ZDF, das macht Spaß. Im Sekundentakt kannst du zugucken, wenn die Werbung läuft. Und kurz vor 8, kannst du zugucken, wie es den Senioren ja anscheinend aus allen Öffnungen rausläuft. Ich lache, ich niese, ich piss mir in die Hose. Ja, und ich erst grad. Das ist mein Verstopfungsgesicht. Das ist mein Durchfallgesicht. Durchfall kommt immer dann, wenn es am wenigsten passt. Oh. Wann passt es denn? Wann passt denn wohl Durchfall? Lieber nachts, wenn ich alleine bin und mir selber mein eigenes Bett voll scheiße? Doch lieber am nächsten Vormittag im Büro, im Gemeinschaftsklo, wo alle da sind und mit zuhören können, wenn ich mich totkack. Wer hat eigentlich diesen Satz erfunden? Die Verdauung fängt im Mund an. Das darf man gar nicht senden. Die Verdauung fängt im Mund an, ist das ekelhaft. Das einzige Unschuldige, was wir noch haben in unserer verrohten Zeit, ist das Küssen. Und das machen sie mir jetzt auch noch kaputt. Wenn ich jetzt irgendjemanden küsse, dann denke ich jedes Mal, oh Gott, ich stecke meine Zunge in seinen Verdauungstrakt. Oh Gott, das ist so schlecht. So ein Scheißdreck. Aber die schlimmste Werbung. Das Schlimmste ist doch die, wo die Torhüterin, die um diesen Tor steht. Eine Torhüterin steht mit dieser riesigen Sepp Maier-Gedächtnis-Torhüterin-Hose. Steht sie in diesem Tor. Da. Hey, Musik läuft. Unten steht, dass sie Stefanie heißt. Sie steht da und sie wird gewinnen. Oh ja, sie weiß, dass sie gewinnen wird. Nicht, weil sie gut ist, weil sie trainiert hat oder weil ihre Mannschaft gut ist. Nein, Stefanie wird gewinnen, weil sie sich vor dem Spiel eine kleine, verschissene Always Ultra in ihre viel zu große Hose gesteckt hat. Was Bescheuertes! Wie lassen wir uns eigentlich noch verarschen? Wer sitzt denn in diesen Werbeagenturen? Frag ich mal hier in Hamburg! Es kann doch nicht sein! Dieses arme Ding, die arme Stefanie, die läuft keine 20 Meter über den Platz. Da hängt ihr diese verschissene Binde, klebt hinten an der Wade und die Nation kommt zu! Warum fragt man uns Frauen nicht? Warum stellt man in so Werbeagenturen nicht ein paar mehr Frauen an? Es scheinen ja die Frauen zu sein, die alles kaufen und auch noch so dumm sind und alles zu teuer kaufen. Warum fragt man nicht einmal und sagt, hey, wir wollen Bindenwerbung machen. Wie soll man das besser? Ich würde sagen, mein Gott, nimm eine Sekretärin und zieh dieser Sekretärin eine Leggings an und lass sie den ganzen Tag sitzen. Und einmal am Tag, da geht sie so, geht sie zum Drucker und dann geht sie zurück und dann würde ich sagen, diese Binde kaufe ich. Diese Werbung macht Sinn. Und man muss in so einer Werbeagentur, man muss ja nicht die hellste Kerze auf der Torte sein. Aber man kann ja wenigstens Docht haben.